Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, in der letzten Folge haben wir den Auftrag bekommen, dass wir den Händler suchen sollen. Och, und mein Controller möchte wieder nicht stehen bleiben. Und die fehlenden Teile beschaffen sollen. Schartige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Dieses arme Ding ist praktisch Krähenfutter. Für den Preis habt ihr Glück, dass sie vier Beine hat. Ja, wir dürfen uns ja leider noch keins holen. Das hat man uns ja bereits in der letzten Folge gesagt. Heilen müssen wir uns nicht, sonst wäre unten rechts noch ein Heiler gewesen. Ah, aber bevor wir das vergessen, ich sehe es gerade aufblitzen. Wir sollten natürlich auf jeden Fall den Wegpunkt hier freischalten, weil es ist so eine Art Teleportationspunkt. So, Lorat hat mich geschickt. Ah, der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen. Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Das ist toll. Womit? Ich habe kein Geld. Ne, zumindest nicht viel Geld. Erkundung Sanctuarius. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch Sanctuarius reisen. Aktiviert beim Erkunden Wegpunkte, um mehr Schnellreiseoptionen zu haben. Ja, das ist das, was ich eben gesagt hatte. Ihr könnt Ansehen verdienen, indem ihr verschiedene Aktivitäten auf den ganzen Kontinent abschließt. Und der Erhalt von Ansehen bringt euch bei bestimmten Grenzwerten Belohnungen ein. Ihr seht den Status eures Ansehens für jede Region auf der Karte. Das interessiert uns ja erstmal nicht, es sei denn, wir brauchen das irgendwo für eine Quest. Rüstung haben wir hier auch noch, okay. Da könnten wir jetzt theoretisch was kaufen, aber die sind alle schlecht verkaufen, genau. Dann würde ich sagen, dass wir hier uns erstmal auf die Rüstung konzentrieren, ne? Mein Verkaufen ist mit A. Gut, was habt ihr noch? Wir haben noch ganz viel. Damit wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. Hallo. Controller. Ich weiß, wir sind nicht die besten Freunde, aber lass mich doch wenigstens hier mal eben was verkaufen. Also, es funktioniert alles wunderbar mit einem Controller. Und wahrscheinlich mit einem normalen Controller würde auch das hier wunderbar funktionieren. Aber ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass der nicht mehr ganz in Ordnung ist, weil er immer mit dem linken Stick irgendwo anders hinziehen will, wo ich nicht hinziehen möchte, ist es natürlich schon ein bisschen nervig. Bin ich ganz ehrlich. So, verkaufen. Wir haben den Dolch. Das Schild möchte ich jetzt erstmal behalten. Seid gesegnet. Noch etwas? Ja, noch ganz viel. Weil ich weiß nicht, ob ich eventuell noch mal eine Waffe bekomme, die halt. Moment. Ach so, nee, oh, ich dachte gerade schon, dass das die Waffe ist, die oben drin ist. Ein guter Handel. Jetzt habt ihr mich aber hier total. Ja, schade, dass der Zauberstab jetzt nicht drin ist, weil den würde ich natürlich gerne nutzen, aber der ist halt, ne, schadenstechnisch sehr, sehr viel schlechter. Deswegen verkaufe ich das Ganze mal. So, kauft Lorats Stangenwaffe. Ach so, die müssen wir auch noch kaufen. Genau, kaufen. Stangenwaffe kosten 20. Wie viel habe ich denn? Ach so, ich habe über 3000. Wartet. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Aha, immerhin etwas. Dann nehmen wir das doch mal mit. Dankeschön. Vielen Dank. So, dann gehen wir wieder zu ihm zurück. Können wir eigentlich sprinten oder so? Nee, schade. Das kann ich hier nicht tun. Doch, kannst du. Ich musste eure Waffe bezahlen. Ah, verzeiht mir. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist das? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Cosglen aufsuchen.
Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Die im Sturm verlorene Wanderin, befleckt von Liliths Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen der Wanderin und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. Ja, ich versuch's nochmal beim Stallmeister. Oh Gott, was haben wir denn jetzt alles für Quests hier bekommen? Nein, oh, falsche Taste. Okay, aber wir können immer noch nichts machen. Käufe finden. Orte auf der Karte, die mit Karten markiert sind, erhalten neue gekaufte Gegenstände. Okay. Damit ist dann auch der Prolog abgeschlossen. Und ich stelle gerade fest, wir hätten die letzte Folge noch ein bisschen länger machen können. Dann wäre das ein schöner Cut gewesen. Aber gut, wir haben es nicht gemacht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir müssen mal eben schauen, was wir jetzt überhaupt machen können und sollten und überhaupt. Hier oben ist schlechte Neuigkeiten. Reist zur Kathedrale des Lichts. Ja, die ist ja direkt bei uns. Also würde ich sagen, die verfolgen wir auf jeden Fall. So, und die Frage, wie kommen wir jetzt da am besten hoch? Können wir hier einfach dem Wegen folgen oder gibt es da einen Trick bei? Das ist jetzt die Frage. Was ist das denn hier? Ankündigung. Zu Beginn des neuen Monats wird Mutter Oberin Prava eine Morgenandacht halten, um die göttliche Ankunft zu feiern. Den Tag, an dem der Vater Inarius in die Welt zurückkehrte. Mhm, okay. Schauen wir mal. Die Ausrufezeichen, das sind natürlich Quests, die ihr annehmen könnt. Das wollen wir jetzt aber natürlich nicht machen, weil wir erstmal zur Kathedrale möchten. Guten Tag. Wir wurden in Sünde geboren, als Kinder der Dunkelheit. Doch das Licht des Vaters kann durch Reue und Glauben gefunden werden. Wandelt im Licht. Das hört sich ja echt schlimm an. Wir müssen uns stets vor der Sünde hüten, Bruder. Ja, Mutter Oberin. Möge das Licht von Inarius jeglichen Frevel verbrennen. Möge keine Versuchung euch von seinem Glanz abbringen. Möge die Rechtschaffenheit die Verderbnis auslöschen. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Vertreibt eure Dunkelheit, auf dass nur das Licht verbleibt. Ist das die Frau aus Nevesk? Ja, Mutter Oberin. Hat Lorat euch nicht begleitet? Er hat mich allein gesandt. Es war ein Fehler, diesem alten Mann zu vertrauen. Was könnte jetzt wichtiger sein? Lilith. Also seid ihr im Bilde. Wir haben von einem unserer Ritter gehört, dass im Sturmtal ein Dämon gesichtet wurde. Die Beschreibung gleicht zu stark jener aus Nevesk. Wenn ihr nach Jelesna reisen und euch einen Überblick verschaffen würdet, wäre euch die Dankbarkeit der Kathedrale des Lichts sicher. Ich wollte Lorat schicken, aber... Wieder einmal kommt er seiner Pflicht nicht nach. Ob mit oder ohne Lorat,
Der Wille von Inarius soll geschehen. Nehmt den Bericht des Ritters auf, bevor ihr geht. Ja, ich wollte nur gucken, wo ich hin muss. Entschuldigung. Mutter Oberin, ich erhielt einen Bericht über eine mögliche Dämonensichtung. Gehörnte Frau bei den Minen von Jelesna. Routineuntersuchung durchgeführt. Noch nichts gefunden. Priester samt Rittergarde wurde entsandt. Erstatten Bericht, sobald wir etwas finden. Die Prophezeiung der Kathedrale stammt von Radmar. Er war nur ein Bote, dazu bestimmt, das Wort weiterzutragen. Nur Inarius war weise genug, die wahre Bedeutung der Prophezeiung zu deuten. Aber ich muss noch mal erwähnen, ich finde es so hammergeil, wie viele bekannte Stimmen hier auch tatsächlich drin sind. Ne? Ihr kennt Lorat? Seine Fertigkeit ist ohnegleichen. Aber wie ihr seht, ist er nicht verlässlich. Das ist keine Gleichgültigkeit. Er ist auf die Suche nach einem fahlen Mann gegangen, der Lilith begleitete. Also hilft ihr jemand. Ach, wie schnell doch menschliche Seelen der Dunkelheit verfallen. Was wisst ihr über Lilith? Sie ist die Ausgeburt eines großen Übels. Merkt euch meine Worte. Nevesk ist erst der Anfang. Sie wird wieder töten. Doch die Prophezeiung sagt, dass unser Vater, der Engel Inarius, sie besiegen wird. Wo der Glaube herrscht, braucht es keine Angst. Boah, das triggert mich so hart, dass ich diese Stimme so dermaßen kenne, aber nicht weiß, woher. Was ist in Jelesna geschehen? Jemand aus unserer Gemeinde, Wachkommandant Vigo, berichtete von einer Dämonensichtung. Ein Mädchen will eine gehörnte Frau gesehen haben. Das Risiko ist zu groß, um es zu ignorieren. Sucht ihn auf. Er sollte bereits einiges herausgefunden haben. Okay, dann machen wir uns auf, aber dann werden wir draußen auch mal einen Blick auf die Karte werfen. So, weil, was gehört jetzt genau zu der Quest? Das hier unten, was markiert ist, das ist aber sehr weit. Reist nach Velesna, das war ja das, wo wir hin müssen, ne? Befleckter Ruf. Konnte man, so konnte man rauszoomen. Dann gibt es noch hier oben ein unverhoffter Besuch, findet Donan an der Bastion von Eltreimer. Gut, das sollte man erst ab Level 10 machen. Das heißt, wir machen erstmal das untere. Ich schaue trotzdem mal eben, weil wir hatten ja mehrere bekommen. Dunkelheit breitet sich aus. Trefft Lorant in Ket Bardu. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dem hinterher. Ist die Frage, da müssen wir runter und nach rechts. Das können wir, glaube ich, entweder hier oder da machen. Muss ich mal gucken. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber dabei seid, wenn ich hier so durch die Gegend laufe. Weil da kommt ja auch der ein oder andere Kampf dann immer mal wieder. Ich glaube, da können wir die Stadt verlassen. Ne? Damit müssten wir eigentlich auch nach unten kommen. Oder ob ihr es lieber habt, da das ja leider immer sehr lange dauert, extremst langwierig ist, wenn man hier zu Fuß in der Gegend rumläuft und so weiter. Ob ihr das dann lieber hättet, wenn ich... Nutzt das Stadtportal? Okay. Wenn ich das Ganze rausschneide und im Endeffekt dann erst wieder zeige, wenn wir am Ziel angekommen seid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So, jetzt ist natürlich das weg, was wir eigentlich lesen wollten mit dem Stadtportal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber da stand was mit nach unten. Okay. Keine Ahnung. Es wollte sich gerade etwas aufbauen, aber ich habe nicht lang genug gedrückt. So, müssen wir jetzt darum? Sieht so aus. Hallo, wo kommst du denn her? Geht's noch? So nicht, mein Freund. Sind wir doch hier nicht bei Wünsch dir was. Ist ehrlich. Das ist so geil.
Ich weiß noch, wie viel Schläge, also beziehungsweise Schüsse der brauchte mit der Zauberin und hier einfach mal so klatscht und schon ist er tot. Ach, das ist herrlich. Das ist wirklich herrlich. Da müssen wir runter. Das heißt, der Weg sieht schon mal gut aus. Ich finde es auch sehr, sehr geil, dass ich bisher noch nicht so auf Spieler getroffen habe. Keine Spieler getroffen habe, so. ach so, 5 Ansehen. Das kommt hier die ganze Zeit. Ja, da können wir noch weiter runtergehen. Okay. Gerade habe ich es gesagt und schon... Und schon kommt mir einer entgegen hier. War ja klar. So. Mach den mal fertig. Man sollte auch die richtige Taste drücken. Ist in Ordnung. Moment, war da oben? Nee, da oben war nichts, ne? Soll ich dir mal helfen? Zack. Dankeschön. Gern geschehen. Ich weiß nicht, ob die nicht gucken oder was. Keine Ahnung. So. Oh, das ist noch Goldball. Das nehmen wir natürlich auch gerne. Was haben wir denn hier? Ah. Das ist so hammergeil. Das ist wirklich einfach nur geil. Ich bin bisher absolut begeistert von dem, ja, ich sage Nekromanten, es tut mir leid, von dem Leichenbeschwörer, von dem Leichenbeschwörer, Totenbeschwörer, so, jetzt habe ich's. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Leichenbestatter im Kopf irgendwie, ich weiß auch nicht warum. So. Der hat noch einen Heiltrank, den brauchen wir aber nicht. Wir müssen irgendwo hier runter. Mal geht's noch? Ihr könnt mich hier doch nicht einfach so von allen Seiten belagern. Auch wenn ich es immer noch, wie gesagt, hammergeil finde. Ja. Ich meine, ich weiß, wie viel und wie oft ich da geschossen habe mit der Zauberin. Und ich finde es einfach nur klasse. Auch wenn ich das gerade in jedem zweiten Satz am Sagen bin, am Wiederholen bin. Was ist das denn hier? Da kann man anscheinend nichts machen. So, Hallöchen. Ich muss darum. Was bist du denn für einer? Hallo? Ich arbeite seit Tagen an dieser Tür. Gibt sonst wenig zu tun hier. Und noch weniger zu verkaufen. Sollte eine gute Summe einbringen. Ja, wenn ihr eure Leuchten... Ach so, das sind Vampirleichen. Diese verrotteten, stinkenden Leichen der Untoten sind eine düstere Mahnung an die Gefahren, die außerhalb der Stadt lauern. Ich wollte gerade noch sagen, wenn ihr eure Leute hier einfach aufhängt, dann ist das kein Wunder. Was habe ich denn hier gesehen? Man kann keinen Hund streicheln. Oh, jetzt hasse ich dieses Spiel. Nein. In jedem Spiel kann man den Hund streicheln. Was seid ihr denn für rückständige Leute? Was benötigt ihr? Was benötige ich denn eigentlich? Mich. Ich suche nach Vigo. Ach ja. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Machen wir. Wir haben doch einen richtig geilen Angriff mittlerweile. So, befleckter Ruf haben wir abgeschlossen. Such das Minenlager am Kiefernhügel auf. Warum zeigt ihr mir an, ich soll das jetzt öffnen? Wenn ich mir das so angucke, das wird nicht der Grund sein, weshalb ich das öffnen soll, aber das ist schon sehr, sehr geil. Achso, wegen den Fähigkeiten. Wir haben einen Punkt dazu bekommen. Sehr schön. Wir sind aber immer noch nicht hier unten angekommen. Und ehrlich gesagt will ich den... Oder mache ich da vorher noch einen Punkt? Ich weiß nicht, wie viele Punkte man haben kann. Anfänglicher Schaden, 16, Nova-Schaden. Also das ist schon Hammer, den würde ich schon echt gerne. Halt euch um 2,5% des maximalen Lebens. Wenn ein Gegner von der Nova
von Blutwoge getroffen wird. Während ihr gesund seid, erhaltet ihr einen Stapel erdrücktes Blut. Bewältigt eure... Okay. Nein, bleibt da. Jedes Mal, wenn ein Gegner von der Nova getroffen wird, erhaltet ihr Stählung in Höhe von 1% eures Basislebens. Ach so, ja, genau. Das kann ich aber noch nicht machen. Ich muss vorher das machen, ne, wenn ich das richtig verstehe. Und dann kann ich das machen. Ja, ja. Aber wir haben natürlich jetzt keinen Punkt mehr. Okay. Ja, kein Problem. Nee, hinsetzen möchte ich mich nicht. Ich muss da unten erstmal einen Transportpunkt freischalten. Ganz, ganz wichtig. Weil die Karte ist vergleichsweise riesig, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Der Ritter und das Vögelchen. Sucht das Minenlager auf. Na gut, das machen wir dann auch mal. Heilen muss ich mich nicht. Nee. Mit dem Angriff... Und ich meine, im Moment sind die Gegner ja wenigstens noch nicht so schwer. War ich hier eben? Eigentlich nicht, oder? Hallo, du sollst es einsammeln. So, in der Richtung. Und zack. Sehr schön. Eine Tunika. Und hier oben haben wir wieder so ein Ding. Und die kommen ja schon wieder... Kommt doch mal alle hier in die Mitte. So ungefähr so, ja. So, Schrein der Gier. Ich dachte, wir sollten die Gier ablegen. Wo auch immer die Tapferen zuschlagen, folgen Reichtümer. Getroffene Gegner lassen Gold fallen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da ist eine Truhe, ne? Oh, und da sind Gegner. Wollt ihr mich hier veräppeln oder was? Ich wollte doch nur zur Truhe. So, Moment. Lehrlingszauberstab. Aber das ist vermutlich nichts, was wir jetzt wirklich gut gebrauchen können, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, wir müssen eins höher und dann nach rechts. Liebes Spiel, warum hakst du, seit du nicht mehr in der Closed Beta bist, so? Geht mir hier nicht auf die Nerven, bitte. So. Okay. Einmal hier hoch. Nicht mich angreifen. Ich komme in Frieden. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Genau. Mich nicht mehr angreifen, solange ich in der Stadt bin. Warum? Ah, jetzt kann ich wieder gehen. Windfallsenke. Ja, ja, jetzt sind wir hier drin. Ich möchte aber noch nicht mit dem sprechen, weil ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, wenn ich mich richtig erinnere. Weil diesen Teil habe ich nämlich schon gespielt in der Closed Beta. Wenn ich mich richtig erinnere, wird das nämlich noch ein etwas längerer Teil. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.